So eine Sniper? Ja, süß. Tag, ihr Pansen, ich bin der Lars. Willkommen zu einer neuen Runde The Cycle. Habt ihr auch Lust, so ein bisschen Feierabendgeballer mit mir durchzuziehen? Sehr schön. Sehr schön. Wir checken wieder Waffen. Also, wir checken eine Waffe. Ich habe nämlich so eine richtig schöne Bleispritze mir hier eingepackt in mein Repertoire. Ich muss nur ein bisschen Kohle dafür zusammenkriegen. 800 Ocken, um genau zu sein. Das ist jetzt nicht so wenig. Aber wir konzentrieren uns einfach mal auf Kohle scheffeln. Hier ist doch bestimmt irgendwo Geld, nicht? So. Außerdem ja immer noch das alte Ding, ne? Weekly und Dailies und den ganzen Schnodder. Wir wollen ja schließlich auch noch leveln. So, mal hier das Ding einsammeln. Das hat jetzt nicht so viele Punkte gebracht. Ich habe hier gerade schon eine Gasmine gesehen. Beim letzten Mal haben mir Gasminen echt viel gebracht. Deswegen nehmen wir den ganzen Kram mit. Wir hoffen dann aber auch, dass hier nicht gleich schon der erste andere Scherge rumläuft. Sprich andere Spieler, die... Wo denn? Da. Und da ist er. Perfekt. Good. Ja. Ich habe keine Lust darauf, dass das erste Spiel des Tages gleich schon wieder so komplett katastrophisch vor sich geht. Was ist denn das für ein Murks? Deswegen nehmen wir das einfach mal mit. So. Tja, schade. Das war gerade verbuggt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Okay. Nutzen wir die Gelegenheit und farmen ein bisschen Kohle, farmen ein bisschen Kills und diesen ganzen anderen Kladderadatsch. 51 Ocken. Wo willst du denn hin? Du läufst so kopflos in der Gegend rum. Nicht, dass wir jetzt hier anderen Spielern über den Weg laufen. Und dann ist unsere Allianz total nutzlos. Ich meine nicht, dass sie das sowieso schon ist. Ich höre doch das schon wieder Geballer. Gut, du sammel da hinten mal die Gasmine ein. Also das ist der Vorteil. Ich kann ihnen jetzt die Arbeit machen lassen. Ich gehe mal hier rein und schaue, ob hier was Nützliches rumliegt. Aber es sieht so aus, als wäre hier schon ein Spieler durch... marodiert? Nee, noch nicht ganz. Da unten liegt was. Zack. Ja, ich komm doch. Help? Du brauchst Help? Gegen wen? Gegen Spieler? Mist. Ja, das lief ja wieder gut. Vielleicht ist der Andrea mittlerweile wieder oben. Nein. Okay. Also es hat sich wieder mal gezeigt, andere Spieler sind grundsätzlich ein Übel. Wir halten uns davon fern, wir kündigen diesen Pakt auf. Ist ja auch alles totaler Murks, brauchen wir nicht. Genau, da unten waren wir schon, da wissen wir, bringt nichts. Also farmen wir weiter Hostiles. Ich habe es noch nicht mal geschafft, die Pistole durch was Besseres zu ersetzen, bevor hier mein Kollege es geschafft hat, sich mit zwei anderen anzulegen. Und ich war dann auch noch blöd genug, mich einzumischen. Du hältst mal ganz schön den Rand hier. Das wird gar nichts zu sagen. Guck mal, 117 Punkte. Da ist eine Gasmine. Erstmal hier gucken. Hier sind nämlich schon Terminals, die hat aber schon jemand anders gemacht. Also die Punkte wurden schon weggefarmt. Die Gasmine da unten wurde auch schon gemacht. Die kann ich gleich klauen. Aber erstmal wird hier hinten ein bisschen an der Ausrottung dieser Tiere gearbeitet. Was ist eigentlich hier so? Ist hier irgendwas Nützliches? Story Quest. Eieiei. Nicht wahr. Wo? Hier? Oh! Einer von den Dudis, die ich finden muss. Großartig. Da oben ist noch eine Weltside Mine. Keine Ahnung wo. Also nehmen wir das eben noch mit.
Ich habe 150 Ocken. Da könnte ich mir jetzt schon einen Turm für zulegen. Aber wir wollen ja die andere Knarre sehen. Das ist nämlich so eine mega industrial aussehende Maschinengewehrgeschichte mit einem richtig fetten Lauf. So. Boink. Hier irgendwas Nützliches? Gut. Greifen wir da unten mal die Gasmine ab. Wenn sie mir dann wieder angezeigt wird. Ja. Die hat da jemand anders hingestellt. Die ist jetzt über die Zeit wahrscheinlich schon auf Stufe 2 oder 3 angewachsen. Das heißt, die werden wir nicht kaputt machen und ersetzen, sondern die werden wir ganz hart einfach klauen. Ich gehe mal davon aus, dass der andere Spieler mit anderen Dingen beschäftigt ist. Zack, meins. Und hier unten sind immer Tierchens. Gut. Jetzt haben wir tatsächlich endlich mal genug für mein Maschinengewehr. Ich habe die blöde Flash-Shotgun zu Hause gelassen. Die hat sich ja irgendwie überhaupt nicht bewährt. Da oben ist so ein Power-Ding. Das sammeln wir ein. Wenn das noch nicht gemacht wurde, dann können wir das machen. Ja, das wurde noch nicht gemacht. Großartig. Nehmen wir mit. Alter, die Streuung. Ja, okay. Was liegt denn hier Feines? Und da ist der letzte Terminal. So. Blöden Robos. Vergesse ich immer. So. Ah, guck mal, da hat sich der Gasrefiner schon gelohnt. Wir nehmen trotzdem gleich den anderen noch mit. Ich möchte auch hier eben nochmal kurz durchstöbern, weil hier in der Bude ist meist sowas hier. Nicht lange genug gedrückt gehalten. Bist du schon wieder verbuggt? Das ist doch blöd. Naja. Oh, daran liegt's. Ich habe ein bisschen Lag. Ich lade nämlich gerade die andere Episode hoch, über die ich gerade gesprochen habe. Joinks. Das Ding verleiben wir uns ein. Das wird auch Level 3 sein. Maverick. Tut mir leid. Dude. Jawohl. Und hier oben ist noch Welteside. Und dann sollten wir auch mal so in Richtung Mitte der Map springen. Für Dinge, die sich lohnen. Das ist ja alles hier langweiliger Shit. Ihr wollt ja unterhalten werden. Das ist ja YouTube. Aber ich habe schon wieder 281 zusammen. Und ich glaube, die Hauler hier zählen zu meiner Wiki. Kann also nicht schaden. Ach, ist bitter. Hauler waren aber bestimmt auch dabei. Ravager. So, also mit dem Zielkreuz ein bisschen massieren. Bin ich nicht ein Lieber. Guck, genau rechtzeitig. Oh. Juckt da hinten am Rücken? Warte, ich kratz. Da ist noch eine Gasmine. Aber auf dem Weg können wir hier das Ding noch mitnehmen. Dann kriegen wir nämlich auch wieder 15 Siegpunkte. Ist auch Medium. Das heißt, das lohnt sich ein bisschen mehr. Heat-Spot-Hits geben, glaube ich, auch. Jetzt aber hier ein bisschen. Jetzt wird's kuschelig. Weak Spot Hits geben auch Weekly Punkte. Im Endeffekt bringen diese Weeklies ja nur was für den Battle Pass. Also für die Season Level. Das kann einem relativ schnuppe sein, weil, also wenn man sich jetzt nicht wie ich einen Battle Pass gekauft hat, dann lohnt das nicht wirklich. Da kommt dann irgendwie eine neue Farbe für eine Waffe zusammen und hin und wieder mal irgendwie so ein Cosmetic. Hast du dir den Season Pass gekauft? Ja, dann kommt die Gear. Guck mal, das hat noch gar niemand sich einverleibt. Meins. Da ist es auch eher unwahrscheinlich, dass mir das einer wieder abnimmt. Cycle Spike imminent.
In 9 Sekunden? Da wollen wir hin. Also jetzt mal im Ernst, da wollen wir hin. Oh, oh, aber hier ist noch so von meiner... Das tut mir leid, Lungs, das muss ich einsammeln. Die sind so schwer zu finden. Das ist, das sind Quest. Story Quest. So, 6 von 10. Gar nicht so schlecht. So. Schaffen wir das noch, dahin zu gehen und irgendwas zu wuppen? Ich höre auf jeden Fall schon wieder nervige andere Spieler. Oh, Data Terminal. Die können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Crate, Hostile. Wow. Das mit der Cycle Spike wird wohl nichts mehr. Wir gucken mal. Oh, 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 Leute, sag doch was. Wir haben es doch fast geschafft hier. Bleiben wir uns hier oben nochmal. Oh, die klauen wir alle. Die klauen wir aber mal ganz fein alle weg hier. Und dann verdrücken wir uns, weil das zieht Zorn auf sich. Gut. Wir brauchen Kohle, also Cycle Spike haben wir verpasst. 14 Sekunden, da schaffen wir nichts mehr. Und wir brauchen E-Kohle, also legen wir uns hier mit der Fauna an. Hart. Hart muss man jetzt ernst nehmen. Muss man wirklich ernst nehmen. Yikes. Yikes. Und ich hatte doch am Anfang schon meine ganzen Punkte verschwendet an diesen Heini. Gut, gut. 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 Jawohl. Aber ihr müsst mich doch darauf hinweisen, dass ich schon die 800 Punkte voll habe. Jawoll. Meine Güte, bin ich lahm jetzt. Oh, Alter. Rückschlag. Macht aber Spaß. Ui. Ganz schön langsam die Kiste. Habe ich mir jetzt gerade selber den Kristall zerballert? Ich glaube ja. Starte ich die nochmal? Nein. Ja, nice. Dann kann ich mir jetzt auch meinen Turret dazu holen. Bin ich ja jetzt bestens ausgestattet. Also wenn das nächste Mal mir ein Spieler dumm kommt, dann wird das hier rausgeholt. Aber zum Laufen sollte ich besser das hier in die Hand nehmen. 4 Minuten 4. Ich könnte mich um Siegpunkte kümmern. 60 Siegpunkte. Ich habe das Ganze ein bisschen vernachlässigt, aber ich wollte euch ja die Knifte zeigen. 60 Siegpunkte sind jetzt nicht so der Killer. Da ist wieder meine Story Quest. Ja, die dürfen wir nicht
vernachlässigen. Wo ist sie denn nun? Ganz da oben? Nein, och, Kinders. Ja, da kommt schon der E-Vac. Ich brauch das Ding. Ich brauch das. Die sind so schwer zu finden, das zieht sich jetzt schon über ewig. Gut. Dann mal ab zum E-Vac-Punkt. Und hoffen, dass wir uns nicht wieder mit 35 Leuten gleichzeitig anlegen. Upgrade. Oh. Jemand hat mir meinen Gas Refiner geklaut. Hör ich nicht gerne. Wer macht denn sowas? Frechheit. Okay, 2 Minuten könnte knapp werden. Aber ich werde mir jetzt kein Fahrzeug holen. Kann ich auch gar nicht. Ich habe nämlich gerade meine ganze Kohle fürs Upgraden ausgegeben. Ich kann jetzt einfach warten, bis die Kollegen da unten das alles geklärt haben. Die sind auch schon mächtig dabei, sehe ich. Das ist auch vernünftig tatsächlich, wenn ich rauskommen will. Leute, kümmert euch mal. Ich will raus. Ja, das bin ich, der Hostile Prospector. Kollege. So eine Sniper? Das ist süß. Mist. Ich war wieder zu gierig. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ja, aber weil die Pansen da einfach nicht in die Gänge kommen, mit mal Plattform clearen. Machen die doch mit Absicht. Machen die doch mit Absicht, um so arme, unschuldige Menschen wie mich dann anzugreifen, die nur raus wollen und überhaupt keinen Ärger wollen. Guck, hier, man sieht es ihnen quasi schon an. Eine Sniper-Rifle. Wer nimmt denn eine Sniper-Rifle mit? Nur Mörder und Tunichtgute. Wirklich jetzt. So. 75 Punkte, das war, ja, murksig, war eher so eine Farmrunde, aber ich wollte euch die neue Knarre zeigen. Ich finde die ziemlich cool. Man ist nicht so flexibel, man ist sogar ziemlich langsam damit. Von daher hat die schwere Nachteile, aber die haut ja mächtig rein. Und wenn ich jetzt mit Todde unterwegs bin und das Ding mitnehme und der lenkt ein bisschen ab, halali, dann gehe ich da aber durch wie die Säge durch den Wald. Bin gespannt. Ich werde noch weitere Sachen ausprobieren. Vielleicht noch ein paar neue Suits, ein paar neue Knarren. Und mal gucken, was mir noch so über den Weg kommt. Also mal ein bisschen mit den Spielstilen rumexperimentieren. Habt ihr da Tipps für mich? Ja? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Spiel gefällt, empfehlt es weiter. Probiert es selber aus. Abonniert doch bitte unseren Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Drückt die Glocke, den ganzen anderen Schnodder. Ihr kennt das. Unterstützt uns bitte. So wie wir versuchen, dieses Game hier zu unterstützen. Also, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal, reingehauen!